German Chancellor Olaf Scholz on November 10 said his government would adapt its defense budget to ensure the country achieves the NATO spending target of 2% of GDP even after a special €100 billion defense fund has been exhausted. Scholz was speaking a day after his government pledged to make the German military the backbone of European defense as part of a major policy shift to ramp up spending and modernize its forces following Russia's invasion of Ukraine in 2022. In his remarks on Friday, Scholz turned down the idea of reintroducing the draft, which was abolished in March 2011 and implemented in July of that year after almost 55 years during which German men were required to serve in the armed forces. Das verbaut. Die gestrige Bundestagung hat darüber auch geredet, natürlich. Denn er findet eigentlich, die Ukraine und Belarus gehören zu seinem Land. Das ist eine ziemlich gewalttätige Ansage, wenn man das so sagen kann. Und auch der Präsident von Belarus, der ja mit Putin verbündet ist, damit er seine Macht im eigenen Land erhalten kann, hat gleichzeitig Angst davor, weil er das ja auch erkennt. Insofern, glaube ich, verstehen alle, dass wir mehr für Verteidigung ausgeben müssen und dass wir uns in die Lage versetzen müssen, unser Land auch und unser Bündnis verteidigen zu können. Viele der hier Anwesenden sind daran beteiligt gewesen, eine neue Struktur der Bundeswehr zu organisieren, die nicht mehr auf der Wehrpflicht aufbaut. Deshalb wäre das jetzt, glaube ich, keine gute Idee, das alles wieder rückabzuwickeln und eine ganz andere Bundeswehr zu etablieren als die wir jetzt heute haben. Wir werden dauerhaft diese 2% gewährleisten, die ganzen 20er Jahre über, die 30er Jahre. Und das sage ich sehr bewusst, weil natürlich manches, was man jetzt vielleicht bestellt, geliefert wird in den 30er Jahren. Ich würde mal eine Hand drauflegen. Dankeschön. Ja, wir haben aber heute Morgen auch schon Bilder gemacht. Sehr gut. Erschlagen. Vor der Tribüne sehen Sie den Kampfpanzer Charlie II des Panzerzugs über die Anhöhe hinweg angreifen. Boys.